Das war Anfang der 90er Jahre. Ich hatte eigentlich, weil auf uns hat erstens keiner, ich komme aus der DDR, aus der ehemaligen, auf uns hat keiner gewartet und ich hatte wenig zu tun, wie viele Kollegen, und war eigentlich eingeladen von der Arena für eine kleine Episodenrolle. Ein Klingone, um genau zu sein, mit wenigen Takes, so 15 bis 20 Takes, mehr war es nicht. Und das traf zusammen, dieser Termin traf zusammen mit der Tatsache, dass Rolf Schuldt, aus welchen Gründen auch immer, es steht mir nicht zu, da irgendwelche Dinge zu äußern, weil ich es nicht weiß einfach, das nicht mehr machte, machen wollte, konnte, 1000 Gründe gibt es dafür. Und irgendjemand kam auf die Idee, und da, ich habe ja immer ein bisschen unter meiner Kahlköpfigkeit, die für mich viel zu schnell einsetzte, man hat einfach bessere Rollen und mehr, wenn man noch Haare auf dem Kopf hat, weil man attraktiver ist damit. Deswegen habe ich immer, wenn ich ehrlich bin, auch wegen der Eitelkeit ein bisschen drunter gelitten. Diese Kahlköpfigkeit kam mir zugute, weil jemand sagte, Mensch, also ein bisschen Ähnlichkeit, Größe stimmt auch, Alter stimmt auch, der könnte doch vielleicht, na, probieren wir es mal. Dann habe ich so eine Art Casting gemacht und das wurde abgenickt. Und seitdem habe ich den Captain. Es hätte genauso gut ein anderer sein können, aber ich hatte eben das Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. So bin ich zu der Rolle gekommen, eigentlich per Zufall. Nun ist ja Patrick Stewart, das wissen wir alle, ja ein sehr charaktervoller Darsteller, Shakespeare-Darsteller. Er ist ja nach wie vor ja auch in der Shakespeare Company. Und er hat ja nicht nur Star Trek gemacht, er hat ja auch die unglaublichen, also die drei Weihnachtsgeister, mein Lieblingsweihnachtsfilm, sich darauf vorzubereiten. Ich stelle mir das irre schwer vor, auch wenn man nur, sage ich mal, im Synchronstudio steht. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Eigentlich, um ehrlich zu sein, wenig. Da muss man wissen, wie das heute so läuft. Es ist wie alles heutzutage sehr schnell, hurtig und flink geworden. Und so wie ich das früher, ich habe ja meine erste Hauptrolle synchronisiert 1966, da hatte man Zeit, sich jeden Film vorher anzusehen, sich damit zu beschäftigen, dann innerlich zu Hause. Das war noch eine Zeit, da wurde auch nicht so auf das Papier geachtet und die Druckerfarbe. Da bekam man die Texte mit nach Hause, konnte sich damit beschäftigen, ein bisschen vorbereiten und sich zu seiner Rolle Gedanken machen. Heute ist es mehr so, man wird gecastet, mitunter auch nicht, wenn man eh schon auf der Figur drauf liegt. Dann ruft einen der Aufnahmeleiter an, einem wird mitgeteilt, pass mal auf, du bist für diese Rolle genommen worden oder besetzt worden, und der erste Termin ist dann und dann. Das ist im Prinzip alles. Dann erwarten die von einem, wenn man Profi ist in dem Beruf, dass man also dorthin kommt, sich vors Mikro stellt. Man weiß vorher nicht einmal den Text unbedingt. Man hat ja Augen, sich das anzusehen, und man hat Ohren, sich das anzuhören. Und es gibt ein Grundprinzip: hör genau hin, was der Kollege da aus Amerika oder England oder Frankreich da oben macht. Denn wir sind im Prinzip ja nur Bedienende, gespielt hat der es ja schon. Aber es ist ja nicht so, dass man könnte jeder synchronisieren, es einfach nachplappert. Dann wäre man Übersetzer. Sondern wir spielen ja vor dem Mikrofon die Geschichte nach. Wir empfinden sie nach. Das sieht manchmal für Leute, die noch nie in so einem Studio waren, mitunter auch ein bisschen ungewöhnlich und krank aus, wenn plötzlich normale Menschen, auch Ältere, vor dem Mikrofon, wenn da eine Schlägerei stattfindet und dann diese Geräusche machen. Und das geht natürlich auch nicht ohne die entsprechenden Bewegungen ab. Wer kann was haben gegen Rücksichtnahme auf andere, gegen Toleranz? Und das ist ein Transponent dieser Geschichten, ist ja Star Trek.
vom Grundgedanken her und deswegen kann ich damit sehr gut leben, sollte mal jemand sagen, ach, du bist ja die Stimme von dem, wobei die inzwischen ja auch, wenn wir ehrlich sind, über 20 Jahre älter geworden ist. Aber ich habe mir sagen lassen, auch mein lieber Captain Picard, der ist inzwischen nicht jung geblieben, ist wahrscheinlich die einzige wirkliche Gerechtigkeit im Leben. Alt werden müssen wir alle.